Willkommen zurück zu einer weiteren sumpfigen Folge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen wieder mal mit mir im Sumpf bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die gründäumigen Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen und wir segeln hier immer noch durch die Gegend. Naja, segeln tun wir nicht wirklich, aber wir rudern, ja? Wir rudern durch die Gegend, denn da oben ist ein Fragezeichen. Da würde ich sehr, sehr gerne noch hin. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich habe jetzt noch eine Idee. Eine kleine Idee. Und die probieren wir noch aus. Und wenn die nicht klappen sollte, dann geht's straight weiter mit der Geschichte. So, nein. Wir sind in Varnheim. So, wir wollen hier hin. Und hier ganz unten haben wir einen Schnellreisepunkt. Und vielleicht müssen wir da wirklich einmal komplett quer durch den Fluss. Ja, vielleicht ist das wirklich die einzige Möglichkeit, da hochzukommen. Und dann bin ich raus aus dem verdammten Dschungel. Da drüben. Noch einer von Garms Weltenrissen. Ach komm, hier ist sogar noch ein Weltenriss. Ja, also. Haben wir wenigstens was zu tun. Sohn, mach dich ran. Wo sind wir jetzt genau? Wir sind hier. Und hier muss es dann irgendwie auch zum Boot oder so gehen. Wow. What? Oh mein... Ich kann mich... Ja, jetzt. Ich konnte mich eben gerade nicht bewegen. Alter! Mein Halsstumpf ist ganz kalt. Ja, ich bin ja dran! Sohn! Diverse Probleme, Sohn! God damn it! Oh nein! Oh, ich komme hier nicht mehr raus! Ja, ich kann ihn nicht abschmeißen! Ich muss erst die Kleinen loswerden. So, jetzt. Wow. Guck mal hier, nur für dich. Alter, da kommen immer noch 1000 Dudes. Was ist denn jetzt los? Ui, ui, ui. Hinter mir, vor mir. Die Kleinen sind so ein Problem gerade. Oh nein, oh nein, oh nein. Gehen wir die restlichen suchen, in Ordnung? Atreus, folge mir. Alter, der hat rausgescheppert bis zum Gehtnichtmehr, der Dude. Moment, gibt's keine Belohnung, wenn man hier am Riss noch irgendwie was anfummelt? Doch. Will ich jetzt einfach liegen lassen. Den wertvollen Stuff hier. Weltenstaub. So, warte mal, geht's jetzt nicht irgendwo hier? Eine Waffenverbesserung, eine Frostflamme. Hier muss es doch jetzt irgendwie einen Durchgang geben. An den Strand. Also spätestens hier oben. Aber hier sieht es mir eigentlich auch so aus. Hier ist diese Grünfläche. Warum ist das da vorne dann der Durchgang? Die Karte ist ein bisschen unpräzise. Geht es hier ans Wasser? Yes, aber hier ist kein Boot. Hier ist eiskalt kein Boot. Gott, ich hasse diesen Dschungel. F you, Dschungel. F you. So, wo geht's hier lang? Okay, hier müssen wir auf jeden Fall durch. Irgendwann muss man ja wohl zum Boot kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. So, robb dich hier durch.
Was ich wohl bekomme, wenn ich alle Risse schließe? Irgendwas Edles, Supergeiles? Ich weiß es nicht. So, wir nähern uns dem Fragezeichen. Ich dachte, das wäre hier so ein Killerpilz. Oh, snap. So. Hinter dir, Vorsicht! Yo, den einen kriege ich ja gar nicht kaputt hier. Ich bin halt auch fast tot, ne? Tob dich aus, Junge. Tob dich aus. Stopp. Huh. Ist das Optionales oder geht's da weiter? Ist eine Kiste. Marsch zurück. Am Ende ist das Fragezeichen einfach gar nichts so. Eine Tafel Wissen. So, hier geht es maybe weiter. Muss ja irgendwie. Oh nein! Oh Kacke, jetzt bin ich vielleicht tot. Alter, ich bin wirklich tot. Oh Mann. Jetzt hier rum. Komm ich denn da oben rauf? Ey, ich hab keinen Bock mehr auf den Dschungel. Ah, hier, warte, hier, also außen rum. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Dschungel. Unerträglich. Moment, wie komme ich denn jetzt? Da oben ist so eine Brücke. Geht das? Ja. Ich dachte schon, der jumpt nach unten. Was ist hier so noch alles voll mit diesen widerlichen Pilzbomben? Boah, Gott! Geht's hier weiter? Viecher! Wow, wow. Was macht der jetzt auf einmal für Moves? Oh no, oh Gott. Ich hasse sie. Guck mal, wieder auch noch so ein Heilding genau in dieser Pflanze liegt. So im Sinne von, komm her, geh rein, stirb. So. Sag mir nicht, dass das alles umsonst war. Naja, ganz umsonst war es nicht. Ich habe einen Riss geschlossen. Ich muss einfach nur irgendwie auf den alten Fluss und dann hoffen, dass man da irgendwie hochsegeln kann. Alter, wo zum Schwengel bin ich jetzt? Nee, oder? Nee. Ja, kommst du auch nicht? Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Ich muss zugeben, ich bin einfach zu doof. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ich bin einfach eine Schlaufe gelaufen. Ja, das hier ist der Anfang. Da ist das Ding. Da geht's zum Boot. Ich mache die Hauptstory weiter. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht. Entweder, nee, hier bin ich gelandet. Hier habe ich dann gedacht, vielleicht segelt man hier durch. Weißt du, dass hier so eine Brücke ist? Weil hier ist auch nichts. Hier war ich schon. Ich war schon überall. Hier war ich auch. Da kommst nicht rein. Das Einzige hier irgendwie, aber der Weg ist von der Basis versperrt. Kommst du auch nicht rein? Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt wirklich, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, 30 Minuten locker durch den Dschungel gewandert und habe Wege und bla und blub. Und da oben ist ja auch keine Schnellreise, gar nichts. Keine Ahnung, wie man da hinkommt.
Es wird bestimmt irgendeinen Weg geben. Und dazu muss man halt noch bedenken, Tag-Nacht-Verhältnis, ne? Nachts öffnen sich die einen Ranken. Du siehst es auch nicht immer. Die Nachtdinger, die glitzern zwar so schön, aber die Tagdinger zum Beispiel, die siehst du auch ab und zu gar nicht, finde ich. Irgendeine Wurzel hängt dann auf einmal ein bisschen höher oder tiefer, wo du durchkrabbeln kannst. Wahrscheinlich so ein Ding wird es sein, dass ich da irgendwo irgendeine kleine Stelle übersehen habe, wo man sich durchpressen muss. Und dann kommt man hin. Egal, ich gehe jetzt ab in die Story. Schnauze voll hier vom verdammten Dschungel. Soll der Praktikant machen. Ich habe keinen Praktikanten. Warum eigentlich nicht? Warum hat ein Typ wie ich eigentlich keinen Praktikanten, der für ihn Aufgaben erledigt? Warum bist du jetzt da draußen, der hier gerade zuguckt, nicht mein Praktikant? Wissen wir überhaupt, ob Freya noch im Haus ist? Wieso sollte sie nicht? Odins Hintertürchen war auch sein Fluchtweg. Ohne den verflixten Raben, der wohl in der Besenkammer hauste, sollte das Haus sicher sein. Und für ihre Rache kann sie Verbündete brauchen. Ja, es ist jetzt unser aller Rache. Und kein falscher Tyr kann uns mehr beeinflussen. Oh, wie er Tyrs Streben nach Frieden verhöhnt hat. Und meins. Ja, Odin ist halt so ein richtiger Bastardo. Du bist... Bist du dabei? Gut, es ist Zeit. Mit Verlaub, Zeit für was? Zeit, alle Welten gegen Odin zu vereinen. Ein für allemal. Tyr wollte die Welten vereinen. Der echte Tyr. Alle liebten ihn. Und selbst er scheiterte. Dann sollten wir nicht scheitern, sonst werden wir die Letzten gewesen sein. Dies ist Ragnarök. Und Odin kennt bereits jeden verdammten Plan, den wir haben. Ja, uns fehlt das Überraschungsmoment. Außerdem haben wir nur einen Weg nach Asgard und er ist nicht subtil. Gjallarhorn. Das heißt, wir kommen von Tyrs Tempel, hier. Asgards Mauer ist hier. Odins Schar an Einherja wird den Zwischenraum verteidigen. Was heißt, dass wir Armeen brauchen? So viele, wie sich mit uns erheben. Und zwar mehr, als Odin erwartet. Damit gelangen wir vor die Mauer. Um sie zu durchbrechen, benötigen wir Sutr. Ratatöskr gab uns inzwischen dies. Wir drei werden gehen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Vorzüglich. Verbündete. Wen haben wir denn zur Wahl? Ich reise nach Helheim und versuche es mit der Armee der Toten. Und ich gehe nach Alfheim und vereine die Alben. Einfach so. Die Alben vereinen. Nach Jahrhunderten des Kriegs. Naja, bin sehr beliebt in Alfheim. Und du? Nach Vanaheim? Ja, ich hole Sigrun und sammle die freien Valkyren. Midgard hat keine Armee. Auch nicht Niflheim und Jötunheim. Dann bleibt nur noch Svartalfheim. Ich gehe nach Svartalfheim. Sindri, bist du sicher? Ich sagte, ich gehe. So sei es. Viel Glück uns allen. Ob ich mich so ausdrücken kann wie Kratos, ob das im echten Leben funktioniert? Den letzten Feuerriesen suchen. Da beneide ich ja fast die anderen um ihre unmöglichen Missionen. Ob das funktionieren würde, könnte ich Kratos werden? Zumindest vom Charakter her. Der Schmelztiegel. Odins Augen, die ich ihm rausreißen werde. Ja, er hat ja eh nur noch eins. Mein Schmelztiegel waren die Missions. Wir müssen jetzt hier hin. Du weißt, wo wir Sutr finden. Ja, ich saß in seinem Schrein, als ich mit Thor in Muspelheim war. Thor. Keine Sorge, er hat's nicht mitgekriegt. Das war nicht meine Sorge. Wenn wir Sutr finden, müssen wir ihn überzeugen, sich mit seiner Frau Shimara zu vereinen. Vereinen? Ja, wenn sich die zwei, verbinden, erschaffen sie ein riesiges, Asgard-zerstörendes Monster. Du liebe Zeit! Na, immer noch besser als Twilight. Entschuldigung.
Ich habe da Zweifel wegen der Verhandlungen mit Reichswelgir in Helheim. Ich glaube, sie wäre eher gewillt, mit jemandem zu sprechen, der zu den Verstorbenen zählt. Mimir, du wirst gebraucht. Oh, der Tod ist jetzt eine Kompetenz? Die zwei werden schon kurz ohne mich zurechtkommen. Und, würdest du bitte? Also gut. Vielen Dank. Wir kommen dann wieder zu euch. Hey, ich glaube, ich sehe da hinten Suturs Schmiede. Und ich sehe irgendwie so eine Wikingerkrabbe, die unzerstörbar ist. Diese unzerstörbaren Wikingerkrabben, ne? Die sind einfach eine Pest, Sohn. Suturs Frau. Wo ist sie? In Nibelheim, glaube ich. Zu diesem Toten untergehen, können wir vielleicht die Schmiede sehen. Ja, es muss geil sein, wenn man mit Stöhnen, Grunz und Grummelgeräuschen der Welt eigentlich alle wichtigen Informationen mitteilen kann. Warum bin ich nur in so einem moderativen Job? Ich muss reden. Ich muss ein geschwätziger kleiner Kerl sein. Voll doof. Ach, wäre ich doch kein Clown geworden, sondern mies gelaunter Kriegsgott im nächsten Leben. Im nächsten Leben werde ich ein mies gelaunter Kriegsgott. Und dann getrennte Wege ging, um dagegen anzukämpfen? Verständlich. Hoffentlich verstehen Sie, warum jetzt Zeit für Ragnar ist. Und ich suche mir den Arschwund, wo du bist, Kumpel, ha? Huh? Ah, da ist noch einer. Damit fehlt aber immer noch einer. Oika! Oika! Moment. Ah, den habe ich gelootet, ne? Kavusch! Also gibt es hier in der Welt doch noch ein bisschen mehr zu tun. Ah, da brennt wieder ein Eichhörnchen. Süß. Oh, das tut mir gar nicht weh. Müsste doch eigentlich meine Füße wegburnen. Wenigstens trägt der Mann Stiefel. Die anderen sind ja alle barfuß, ne? Auch irgendwie spooky. Oh, no. Du wurdest gebiefröstet. Ich wurde gebiefröstet. Sollte ich damit zum Arzt gehen? Oika! Ich liebe den Speer, der macht einfach irgendwie Spaß. Speer macht einfach irgendwie Spaß. Vorsicht, ich wurde gebeefröstet. Nice. Oika! Die Schmiede könnte hinter dem Lavafall sein. Du kennst dich aus. Zumindest war hier letztes Mal etwas, das wie eine Schmiede aussah. Tja, der Bray weiß Bescheid. Alter, stellt euch mal vor, ihr müsstet in dieser Welt leben, als ob es hier frische Luft gibt. Atmen macht hier so gar keinen Spaß. Wir müssen auf Sutur gefasst sein, falls er uns nicht helfen will. Gefasst? Laut Prophezeiung vereint er sich mit Shinmara. Aber wer weiß, was die beiden davon halten. Du würdest versuchen, diese urzeitlichen Geschöpfe zu etwas zu zwingen? Naja, ich weiß nicht.
Ohne sie gewinnen wir diesen Krieg nicht, oder? Die sollen gefälligst Liebe machen, wenn ich das befehle. Okay, wir hören schon das Hämmern. Wir müssen nah sein. Ich kann die Schmiede hören. Ziemlicher Workaholic, ne? Immer am Hasseln, der Boy. Eine Truhe. Da komme ich nicht hin, ne? Die Ketten haben echt keine Reichweite, oder? Doch. Nice. Ha. Alright. Ich verstehe. Oik. Geht das? Kabams, kabams, kabams. So. Und jetzt. Musst du hier reinschießen, Junge. Schnell! Putz, putz, putz. Ja, na bitte. Okay, die war aber auch ziemlich easy. Die war auch geschenkt. Yes, ein Apfel. Habe ich jetzt Max? Maximal, ja. Die maximale Kraft der Äpfel. Wir sehen uns wieder in der nächsten apfelreichen Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Denkt ans Gewinnspiel. Auf Wiedersehen und tschüss.